So, moin, da sind wir wieder. Das letzte Mal hier stehen geblieben und jetzt gucken wir mal weiter. Aber ich nehme eine andere Waffe in die Hand. Der die nicht. Gucken wir mal hier. Quatsch. Wir gucken mal so. Hätte auch gleich I drücken können. Nee, wir gucken mal. Entschuldigung, nach Anzahl der Patronen. Das ist ja Diebesgut. Wir nehmen die mal in die Hand. Ach so, wir haben, glaube ich, sogar ein Kopfgeld. Kann das sein? Aber egal. Wir werfen mal einen Blick. Können wir die scannen? Ja. Den noch nicht. Aber gleich. Aber die hier. Die wollen uns doch nichts Gutes, ne? Zeig mal her. Oder? Angreifen tun sie nicht. Angreifen tun sie nicht. Ich gehe mal durch. Tatsache. Ist ja interessant. Da Was können wir zeigt die auch dein mal Scanner? scannen. 50% gescannt. Alter, erschreckt mich nicht immer so. Oh, sieht man ja, wenn die so durch ausgefüllt sind und wenn nicht, ne? Na gut. Komm, lass mal hier hingehen. Finde den Stachel des Skorpions auf Eila 2. Finde den Stachel des Skorpions auf Eila 2. Und hier. Das kann ich. Das ist auch interessant. Ne, kann ich nicht. Doch, es tut sich was. Ah, okay. Musste das selbst mal gucken hier. Da tut sich das ein Rätsel. Ah, okay. Guck. Guck mal. Das ist doch ein Weg, ne? Und konnte ich das Ding? Warte mal, ich mach mal hier. So siehst du das manchmal besser. Ja, wenn du jetzt hier dran gehst, jetzt kriegt man natürlich keine Anzeige mehr. Jetzt. Das Ding musst du ja auch komisch angucken, echt, ey. Guck. Du mal das da hinten einfach hinfriemeln. Warte mal, wie geht denn der? Geht der hier unterschiedliche, wenn ich unterschiedlich gucke? Auf jeden Fall geht er. Aha. Okay, hoch, runter, links, rechts wahrscheinlich. Jo, Reise zum letzten Stern im Sternenbild Skorpion. Ich habe jetzt das dahin gefriemelt, einfach nur weil der hell geleuchtet hat. Reise zum letzten, ist das alles? Echt? Na dann. Eine Reise bitte. Ja. Na, sind wir jetzt geschwommen? Sind wir gestorben? Und auf die Insel gepaddelt? Wegen dem hier. Muss man gerade einen Schluck aus dem Köpfchen nehmen. Während der startet, kann man das ja mal machen, ne? Aus der Kaffeetasse trinken. So, wir haben angegriffen. Na ja, langsam hier. Immer langsamer, die junge Pferde. So, wo soll man hin? Zum letzten Sternbild. Wahrscheinlich das Ding so weit weg. Huch. Was? Ach doch, warte mal, wir können doch hier. Tatsache. Da guck, ne, Level 25. Irgendwo ist hier wegen Kopfgeld. Na ja, gut, dann gehen wir halt erstmal hier hin. Und Gasriese, den haben wir noch gar nicht gescannt. Komm, lass uns doch da mal hinfliegen. Wir kommen ja eh nicht bis dahin, weil der war ja rot. Und dann kann man den Gasriesen auch gleich scannen. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Story noch geht. Und ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir an der Story schon spielen, weil wir haben ja viele von den freien Quests gemacht. Und die letzten Folgen nicht so lange immer. So, da habt ihr ja immer besser die Möglichkeit, mal zwischendurch eine Folge zu gucken. Wenn die immer eine Stunde geht, dann ist das ja auch blöd, ne? So, scannen. Und da haben wir den nämlich komplett gescannt. Zurück, zurück. Und wo sind wir hin? Wir springen einfach mal hin und gucken, was passiert. Du kriegst jede Menge EP dafür, dass du nur durch die Gegend springst, ne? So kann man es natürlich auch machen.
Wobei 70 ist jetzt nicht, aber 10 Sprünge auch 700. So, gib mal Gas. Und lass mal gucken, was du hier so hast. Missionsbelohnung. Huch! Was? Ich habe eben das erste nicht gehört. Was wird Zeit für Runde 2 ergibt dich? Warte mal, Hüter Aquilio schickt mich. Ich soll die wahre Bedeutung der Allheit herausfinden? Was meinst du damit? Warte mal. Du dachtest, ich würde dich nicht mehr finden. Dass du den kleinen Funken Konkurrenz für das Artefakt ausgelöscht hättest, bevor er wächst. Ich war neugierig, was du tun würdest. Und ich wurde nicht enttäuscht. Das war doch eigentlich der, der Sarah ermordet hat. War das nicht so? Tut er das? Ah. Jetzt ergibt langsam alles Sinn. Komm an Bord. Es gibt noch ein Sternenblut, das dich gerne kennenlernen möchte. Ich kann selbst sprechen. Schiff der Constellation. Ist das schon wieder die KI? Du warst nicht eingeladen, aber wir haben viel über dich gesprochen. Ist nur recht und billig, dass du auch dabei bist. Ich garantiere persönlich für deine Sicherheit, solange du in Frieden kommst. Wir lassen die Waffen oben. Das ist deine Chance, die Antworten zu erhalten, die du so dringend suchst. Na gut, ich docke an. Ich habe keinen Grund, den Sternblüter zu vertrauen. Die Waffen führen die Sternblüter Krieg. Und wer ist das andere Mitglied der Sternblüter, das meine Sicherheit garantiert? Sagen wir einfach, die Sternenblüter wollen nicht, dass ich die Artefakte in die Finger kriege. Wenn du mir nicht vertraust, ist das dein Plan B? Ich weiß, deine Begegnungen mit uns waren nicht erfreulich. Aber wir sind hier, um zu reden. Und du verdienst Antworten. Naja, gut, ich stock mal an. Gut. Siehst du, wir vertragen uns ja. Vorerst. Docke an die Skorpion an. Das machen wir jetzt mal auch. Wie weit ist die weg? 700 Meter nur. Dann können wir gleich andocken. Level 26. So, andocken. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist er drin. Sprich mit dem Hunter. Also mit Dings müssen wir nichts sprechen. Die will nichts von uns. Mit Andrea. Okay. Wohlwartende Begleiter ab. So, wahrscheinlich dürfen die nicht mit. Warte mal. Mach mal das. Und in Fotomodus. Und mach mal ein Foto. So. Guten Tag, ich bin's. Geiles Schiff. Hallo. Oh. Mal wieder. Du erinnerst dich doch noch an die Helix, oder? Ich glaube, sie haben dich über Neon überfallen und wollten das Artefakt haben, das du nur mit Mühe beschafft hattest. Danke für die nette Vorstellungsrunde. Dein Erfolg sucht seinesgleichen. Vor deinem Eintreffen haben wir diskutiert, dass es nicht klug ist, dich angreifen zu wollen. Das stimmt allerdings. Wir wollten immer nur reden. Ihr habt uns angegriffen. Sagt mir einfach, wer ihr seid, wer die Sternblüter seid. Da ja, machen wir das. Haben wir. Wir sind kein großes Ganzes. Die Sternenblüter sind Individuen. Manche eint die Sache. Andere verfolgen ihr eigenes Ziel. Wir verfolgen alle unser eigenes Ziel. Manche sind nur ehrlicher. Sie haben dein Schiff bedroht, verlangt, dass du dein Artefakt aufgibst. Inwiefern unterscheidet sich das von meinem Tun? Wir mussten dich vorwarnen. Jede Begegnung mit uns könnte eine Katastrophe nach sich ziehen. Was denn? Für wen denn?
Ich sage, wer sie sammeln kann, nur zu. Mord wird dadurch auch nicht gerechtfertigt. Das stimmt. Ich habe vor, dich zu töten, deine Artefakte zu nehmen. Wir drehen uns im Kreis. Ich will ja etwas über die Allheit erfahren. Ja, reden wir über das, was wirklich zählt. Die Allheit. Du bist auf dem Weg dorthin. Sie ist ein Ort, ein Tor. Dort wurden wir wiedergeboren. Du hast dich seit der Willkommen bei der Constellation-Ansprache ganz schön gemausert. What? Das ist doch ein mieser Trick. Ich bin nicht mehr dieselbe Person. Dieses Universum ist nur dein erstes. Ich habe Hunderte gesehen. Wo ich herkam, bist nicht du zum Auge gerannt, sondern ich. Du bist geblieben, um die Artefakte zu schützen. Der Hunter hat dich getötet. Eine Version von mir. Ich habe die übrigen Artefakte eingesammelt. Sie haben den Weg zum Zentrum meines Universums geöffnet und das Tor zu unendlich vielen weiteren. Das ist die Allheit. Als ich sie betrat, fand ich mich in den Reihen der Sternenblüter wieder. So gelange ich in andere Welten. Ich muss diese Allheit selbst sehen, aber ihr beide versucht, niemanden ranzulassen. Das Artefakt kommt also aus dieser Allheit, den Tempeln? Alles ist verbunden. Aber ihr lasst ja niemanden ran. Ich muss. Die Sache ist größer als wir alle. Für das Armillar und zum Öffnen des Tors zur Allheit benötigt man alle Artefakte. In jedem Universum kämpfen die Sternenblüter um sie. Unschuldige sterben. Du weißt, was die von den Tempeln gewährte Macht verursachen kann. Die Anarchie. Jemand muss entscheiden, wer sie erhält. Der Gesandte sagt, nur die Würdigen dürfen ins Himmelreich einkehren. Du verdrehst mir die Worte. Sie sind Heuchler. Nutzen das Chaos der Jagd nach Artefakten, um eine Ordnung zu etablieren, in der sie bestimmen, wer würdig ist. Ich habe deine Loge wegen der Artefakte angegriffen. Du hast mich aufgehalten. Du bist entkommen. Das hat nichts mit Moral zu tun. Du hast nicht überlebt, weil du im Recht warst. Du hattest Glück, warst geschickt und hartnäckig. Was ich getan habe, unzählige Male. Ich war auch mal ein Mensch. Aber ist es wichtig, wer oder was ich war, wenn die Ewigkeit zum Greifen nahe ist? Jetzt wird's aber ganz schräg. Ich bin anders. Entschuldigung. Ich bin anders als du. Du warst mehrere Male bei der Allheit. Was heißt das? Unmöglich. Achilles, ein Mann des Friedens. Du bist ein Monster. Hüter Aquarius. Nein. Eine andere Weltversion von ihm. Das. Sag, was du wirklich meinst. Dass jeder so sein kann wie ich, meinen Blickwinkel haben kann, wenn das wahr ist, was du siehst. Du meinst, ich kann nicht Aquilus sein? In Wirklichkeit sprichst du von dir selbst. Das wahre Monster lebt in uns allen, nicht wahr? In keinem Universum, das ich gesehen habe, bist du so weit gekommen. Der Weg zur Allheit öffnet sich für dich. Du wirst das Zünglein an der Waage sein. Da ist es besser, wenn du auf unserer Seite bist. Warum ihr zwei auch immer kämpft, ich will nichts damit zu tun haben. Ich helfe niemandem, der meine Freunde umbringt. Ich kombiniere mit einem von euch die Artefakte. Wir betreten die Allheit. Verstehst du nicht, worum es hier geht? Da draußen im Multiversum ist jeder deiner Freunde unendlich oft vertreten. Ein Beispiel steht genau hier. Warum wieder gegen mich kämpfen, wenn du nicht musst? Ich will einen Waffenstillstand unter uns dreien, damit du Zeit hast, nachzudenken, wie du dich der Allheit nähern willst. Auf meine Weise oder die des Hunters? Ja, finden wir heraus, wie dir der Gedanke gefällt, nach den Regeln anderer zu leben.
Denk daran, einer von uns verurteilt dich nicht. Warte mal. Jetzt müssen wir aber überlegen, warte mal. Deswegen ist hier auch mal, kann ich hier laufen? Ja. Nicht anklicken, aber wir machen erst nochmal hier. Wir müssen erst nochmal da ein Foto machen. Weil jetzt ist ja hier das Gesicht verdeckt. Jetzt kommt dann der Thumbnail. Kann ich hier eigentlich was gucken? So. Hier geht's hoch. Ja, die chillen hier nur so. Das ist ja auch ein bisschen langweilig, das Schiff hier. Dies ist auch ein bisschen langweilig. Kann ich eigentlich irgendwas klicken? Nee. Jetzt haben wir hier... Ich mache nochmal das Quest-Log auf. Das. In ihren Fußstapfen. Das ist ja die Hauptquest. Abhauen. Sprich mit dem Gesandten, sprich mit dem Hunter. Der Gesandte ist Sarah. Machen wir einen Speicherpunkt. Ich will jetzt mal wissen. Also wenn wir jetzt abhauen, was ist denn dann eigentlich? Dann jagen wir weiter die Artefakte, oder nicht? Guck mal, die Mäntel bewegen sich. Guck. Und wenn ich das von da nach da mache, auch. Sind es drei Optionen? Eigentlich sind es drei Optionen. Das, das und das. Weil ich kann ja hier gehen, ohne das zu machen. Aber gut, wenn ich die mache, muss ich danach das machen. Oder wenn ich die mache, muss ich danach das machen. Okay. Ich quatsch mal mit ihr. Ich weiß, wir sind nicht unsere Gegenstücke aus unseren Universen. Dennoch, schön, dich wiederzusehen. Bestimmt hast du noch Fragen. Schieß los. Was passiert, wenn man die Allheit betritt? Wer war ich in deinem Universum? Wie war ich? Die Artefakte sollen also beschützt werden, damit sie nicht missbraucht werden. Was genau ist denn das Amilar? Die zusammengesetzten Artefakte bilden eine Vorrichtung namens Amilar. Sie ist in vielerlei Hinsicht ein Modell des Multiversums selbst. Mit seiner Hilfe kannst du die Allheit erreichen und von da aus zum Sternenblut werden. Was passiert, wenn man da reinlatscht? Das ist nicht einfach zu beschreiben, aber die Allheit wird zu dir sprechen, dir die Chance geben, ein Sternenblut zu werden. Du lässt dieses Universum hinter dir, um neu geboren zu werden. Alles, was du vorher warst, ist fort. Vielleicht lässt sie uns deshalb die Wahl. Mitgefühl? Oder ist es ein Test? Wer war ich in deinem Universum? Anders. Beim Kennenlernen einer neuen Version weiß ich nie, wer du bist. Aber vieles an dir ist immer gleich. Es ist hart, aber jedes Universum ist auf seine Art wertvoll. In meinem wird es nie wieder dein ursprüngliches Ich geben und in deinem nie wieder das meine. So, die Artefakte sollen also beschützt werden. Du hast gesehen, was der Hunter anrichtet. Wenn Sternenblüter durch die Allheit reisen, finden sie mehr Tempel, erhalten mehr Artefakte, mehr Macht. Diese Gaben dürfen nie wieder missbraucht werden, um zu zerstören. Da ist jetzt nichts mehr. Ich kann jetzt aber den auch noch anquatschen. Die Allheit ist für alle da, die es dorthin schaffen. Hör nicht auf das Gerede über Würdigkeit. Die will filtern. Er nicht. Sie wollen nur die Kontrolle über dich haben. Wer auch immer die Artefakte geschaffen und diese Tempel erbaut hat, spielt mit uns. Und zu gewinnen gibt es den Zugang zum Zentrum aller Schöpfung. Es gibt keine Regeln. Wer die Teile findet, gewinnt. Und ich habe gewonnen. Immer wieder. Ich töte nicht für die Allheit. Ich finde den leichtesten Weg zu ihr. Du sagst, die Sternblüter seien Heuchler. Warum? Sie betreten die Allheit, rauben anderen ihre Artefakte mit Gewalt
so wie ich. Man kann mir vieles nachsagen, aber was Leute mit ihren Gaben anstellen, ist ihre Sache. Da mische ich mich nicht ein. Sie wollen entscheiden, wer die Allheit betreten kann. Aber die Allheit selbst richtet nicht. Du hast mich nach deinem Angriff auf die Loge ziehen lassen. Warum? Um zu sehen, was passieren würde. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, wie oft ich das schon getan habe. Normalerweise stirbst du letzten Endes und die Person, die neben deiner Leiche weint, wird irgendwann der Gesandte. Aha. Manchmal kriege ich euch alle auf einmal und kann mich in einem Zug um das Problem kümmern. Manchmal erwischt mich der Gesandte zuerst und ich treffe nie ein. Hunderte Variationen von mir, die sich durch die Constellation hacken. Und fast nie bist es du. Dass du es auf eigene Faust zum Schiff geschafft hast, ist neu. Das ist ein Zeichen. Die sind rar geworden in letzter Zeit. Da kommt jetzt noch was Neues. Warum hast du uns angegriffen? Weil ich fand, dass das am schnellsten geht. Reden, Bündnisse, den richtigen Zeitpunkt für einen Diebstahl abwarten. Das ist alles so ermüdend. Ich gebe zu, dass du entkommen bist, war das Interessanteste, was in letzter Zeit passiert ist. Als ich gemerkt hatte, was los war, wusste ich, dass ich auf dieses Treffen hier warten musste, um zu entscheiden, was mit dir geschehen soll. Mhm. Nein. Um diese Zeit treffen wir uns irgendwie immer. Aber es geht ständig um dasselbe. Wie wäre es mit Frieden? Nein? Schade. Ehrlich, ich habe mich langsam gefragt, warum ich immer mitmache. Ist eine schlechte Angewohnheit von vor langer Zeit. Vielleicht bin ich einfach nur schadenfroh. Aber du hast uns neuen Gesprächsstoff geliefert. Vielleicht bist du nur ein Produkt des Zufalls. Oder die Allheit reagiert endlich auf meine harte Arbeit. Mhm. Jetzt kommen wir aber hier in ein Dilemma. Die filtert und will nur bestimmte ranlassen. Klingt blöd. Er, wer als erstes kommt, der mal zuerst. Jeder die gleiche Chance, wenn man so will. Wir sollen das Schiff verlassen. Wir gucken mal, hier ist hier nichts weiter. Bin ja jetzt mal gespannt, was das wird. Bevor du gehst, möchte ich dir etwas zeigen. Den Weg zu einem Artefakt, aber auch eine Lektion darin, wie gefährlich sie sein können. Suche den Mond der Erde. Er birgt Geheimnisse, denen du selbst auf den Grund gehen musst. Hier, der öffnet den Weg. Der Mond der Erde im Sonnensystem, gut, ich sehe mir mal den Mond an, die Sternbilder stehen auf eurer, macht ihr selbst ein Bild Unsinn? Danke, ich wollte immer nur antworten. Ja, mehr sage ich nicht. Tut mir leid, dass wir nicht immer entgegenkommend waren. Ich hoffe, du siehst dasselbe wie ich. Außerdem solltest du mit den anderen Mitgliedern der Constellation sprechen. Bestimmt wissen sie mehr über die verbliebenen Artefakte in den Randgebieten des Alls. Ein Teil von mir fragt sich, was sie über das, was du erfahren hast, sagen werden. Aber das überlasse ich dir. In den Fußstapfen stand er, begib dich zum Nova Galactic Forschungsstation. Geheimnisse der Erde. Das scheint aber letzte Eindrücke. Kehre zur Loge zurück. Oh Mann, ey. Warte mal.
Okay, das ist Kehre der Loge zurück und begib dich. Wir gehen mal zur Loge zurück. Aber ich gehe mal hier nicht mit der Schnellreise, ich gehe mal hier raus. Steigt der mal normal ein, nicht ins Cockpit, dieser mit voller Absicht nicht verklickt. Und gucken mal, ob Schützelein was zu sagen hat. Version aktualisiert. Nee, anscheinend nicht. Hast du was zu sagen? Ah, das Gesicht sehe ich immer gern. Wie kann ich helfen? Wie geht es dir mit unserer Freundschaft? Ich werde durch dich zu einem besseren Menschen. So funktionieren Freundschaften doch, nicht wahr? Und wenn es mehr als nur Freundschaft ist, dann sind wir uns einig. Wie meinst du das? Ach nichts, vergiss es. testen das jetzt mal. Warte mal, kann ich wieder nicht speichern, ne? Ich drück mal drauf. Ich habe mich schon gefragt, wann wir diese Unterhaltung führen. Upsi. Ich muss gestehen, ich bin überrascht. Mir war nicht bewusst, dass du so empfindest. Aber wenn du es ernst meinst, ich empfinde ganz ähnlich. Eines muss von Anfang an ganz klar sein. Ich teile nicht. Wie meine Alte, wenn echt. Du mir gehörst, gehörst du mir allein. Niemand anderes kommt zwischen uns. Das war damit nicht gemeint. Wenn du dafür nicht bereit bist, verstehe ich das. Aber für mich ist das eine Grundbedingung. Das klingt immer manchmal so. Vielleicht ist. Ja, komm, wir machen mal. Dann kann uns wahrlich nichts und niemand aufhalten. Gemeinsam sind wir stark. Du hast eine Freude in mein Leben gebracht, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Mit dir an meiner Seite, Liebchen, freue ich mich auf die Gott, Zukunft. Hey, was ist das wieder für eine Übersetzung? So, jetzt gib mal hier, mach mal was. Nö, na toll. Huch. Was soll man eigentlich jetzt machen? Zur Loge zurückkehren. Jo, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.